Ja, hallo. Mal wieder ein Spontan-Video. Turbulente Zeit durchleben wir. Das können wir fühlen. Das können wir feststellen. Transformation könnte man auch sagen. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess. Schön wäre es, wenn es wäre von Unsinn zum Sinn transformiert. Bei mir persönlich findet auch ein Transformationsprozess statt. Und zwar lichtet sich mein Bart. Das merke ich immer so jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue. Die Barthaare werden weniger, der Bart wird lichter, die Zähne werden auch lichter. So ist es, wenn man älter wird. Ja, jetzt werde ich bald 71, aber bin noch ganz schön fit. Der Zahn der Zeit ernagt natürlich. Das ist klar, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Das Alter. So, gell? Augen, da muss ich auch mal was machen. Ja. Zähne, da muss ich mal neue Zahnprothesen haben. Ja, das ist auch ganz schön. Das geschieht also. Aber es macht mir immer noch Spaß zu denken und mich mitzuteilen, wenn es geht. Ich habe ja vor ein paar Wochen veröffentlicht, auch in einem Video, das ich Geist, also Spirit, genannt habe, dass ich nicht mein Körper bin und wir nicht unsere Körper sind. Das ist so wie ein Licht, das einem aufgeht. Man kommt zu der Erkenntnis, ach, ich bin gar nicht mein Körper, sondern dieser Körper gehört zwar zu mir, jetzt in diesem Leben, aber ich bin nicht mein Körper, sondern ich bin Geist. Ich bin meine Seele. Meine Seele, ich wohne zurzeit in diesem Körper. Und dieser Körper wird älter und älter. Ich versuche, mich fit und jung zu halten, auch bei all den aktuellen Themen, die es so gibt. Und natürlich, was die Seele berührt, findet auch seinen Niederschlag beim Körper. Das ist klar, das drückt man irgendwann auch aus. Und zurzeit das Kriegsthema und die täglichen News, die es da gibt und das, was sich da so anbahnt, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Da kostet es schon manchmal Mühe, dass man gut drauf bleibt und positiv denkt. Aber das ist wichtig. Wir möchten ja etwas Positives erreichen, etwas Positives leben und wir möchten das Schöne erreichen und das Schöne leben. Und darum müssen wir uns da so durchfighten, auch durchkämpfen. Dabei bleiben, nicht aufgeben, positiv denken. Wir möchten Frieden, also kämpfen wir auch für Frieden. Das heißt schon mal erstmal friedliche Sprache. Was wir sagen, das ist friedlich, weil wir für den Frieden sind. Und wir kämpfen sogar für den Frieden. Ja, wir kämpfen mit unserem Geist und mit unserem Herz für den Frieden. So, das wollte ich jetzt mal ganz kurz sagen, eine kurze Bestandsaufnahme, was es Positives gibt. Eigentlich war geplant, dass ich hier aus meinem Haus ausziehen muss. Das gehört ja nicht mir. Ich habe es ja gemietet seit 10 Jahren. Und geplant war, dass es saniert wird und ich ziehe aus. Müsste ich irgendwo anders hinziehen. Und jetzt habe ich aber
von dem Vermieter okay bekommen, dass er es in den nächsten Jahren nicht sanieren will und ich kann ja noch wohnen bleiben, wenn ich möchte. Das freut mich natürlich, weil ich ja auch ein bisschen an das Haus gewachsen bin, zusammengewachsen bin mit diesem Haus, weil ich hier viele, viele tausend Stunden drin gedacht habe, geschrieben habe, Videos gemacht habe, gelebt habe. Und das ist quasi wie ein Stück von mir. Zieltstraße 1. Ja, so ist es. Und das ist zum Beispiel etwas, das macht mich glücklich, dieser Gedanke. Ich muss mir jetzt keine Sorgen machen, wo bleibe ich nächste Woche oder nächsten Monat oder in einem halben Jahr, sondern Open End. Ich lasse es auf mich zukommen. Ich kann noch hier bleiben. Das ist schön. So, und jetzt die nächste Zeit werde ich wahrscheinlich öfter was zu dem Thema Krieg und Frieden posten. Das mache ich einfach, da kann ich nicht zu schweigen. Sondern da möchte ich etwas zu sagen. Ja, und interessant ist eben, dass wir uns transformieren, wir alle, der Planet. Wir befinden uns in einem Transformationsprozess. Das können wir auch fühlen, auch wahrnehmen, dass sich zum Beispiel die Konsistenz von bestimmten Dingen verändert. Es fühlt sich etwas anders an. Es gibt Wechsel von einem Tag auf den anderen. Zum Beispiel, was mir schon vor einigen Jahren aufgefallen ist und was ich auch öfter gepostet habe, das ist, dass sich plötzlich die Konsistenz zum Beispiel einer Kartoffelschale ändert. Ich koche ja jeden Tag mein Mittagessen und esse auch sehr, sehr oft Kartoffeln. Und schäle die. Und dann habe ich gemerkt, oh, lässt sich plötzlich ganz anders schälen, fühlt sich ganz anders an, lässt sich etwas schlechter schälen oder besser. Und da merke ich, dass bei etwas anderem auch eine Zwiebel, wenn man die pellen will, die Pelle geht gar nicht richtig ab oder es geht zu viel ab oder sie lässt sich nicht einschneiden oder sehr schwierig. Und das war schon vor ein paar Jahren. Ich glaube, es ist jetzt so 3, 4 Jahre her. Und da wusste ich, es verändert sich irgendwie alles. Es fühlt sich anders an. Und wir können das verfolgen und jeden Tag feststellen und beobachten. Und wir ändern uns auch. Das können wir auch täglich feststellen, wenn wir in den Spiegel gucken. Plötzlich sehen wir ganz anders aus, haben das Gefühl, wir sehen anders aus. Irgendetwas, die Augenbrauen, die Nase. Der Bart oder wenn man keinen Bart hat, das Gesicht, irgendwie ist immer alles in einer Art Wandlungsprozess. Und da bin ich mal gespannt, was das so ergibt. Bei mir ist es ja so, ich werde eben älter. Das ist eben auch ein spannender Lebensprozess, den wir alle durchmachen. Und da kann man immer gespannt sein, was der nächste Tag bringt. Ich denke positiv und versuche immer positiv zu denken, an etwas Schönes zu denken und versuche auch trotz aller Sorgen, die man haben kann, Freude zu haben am Leben. So, das Leben ist für mich auch täglicher Lebenskampf. Alles, was ich mache, könnte ich auch als Arbeit beschreiben. Das ist meine Arbeit. Und meine geistige Arbeit ist meine Arbeit. Und das ist aber auch eine Arbeit, die ich nicht bezahlt bekomme. Das heißt, das sind viele, viele tausend Stunden und dafür bekomme ich keinen einzigen Euro. Und ich muss jeden Monat und jede Woche schauen, wie komme ich zurecht mit dem Geld, was ich noch habe oder nicht habe? Und das ist also auch ein täglicher Lebenskampf. Das gehört zu mir, zu meinem Leben. Und ja, da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht mal einen Wechsel gibt.
Was ich gerecht finden würde, das ist zum Beispiel, dass man sich mal mit dem beschäftigt, was ich veröffentliche, auch meine Videos mal anschaut und mal zuhört und auch liest, um was geht es da eigentlich? Und dass man mal auf den Trichter kommt, dass das ja eigentlich nicht für mich ist, sondern ich mache das ja für die Welt. Ich mache das für die Menschheit. Ich mache das auch für unsere Gesellschaft, auch hier, Bundesrepublik Deutschland, für die ganze Welt. Ich mache das für alle. Und wenn man das mal so erkannt hat, dass das ja eigentlich für alle ist, und wenn es für die Menschen ist, dann ist es auch für alle anderen, weil wir Menschen ein Bestandteil des Ganzen sind. Das ist genauso gut für die Tiere und für die Natur. Fürs Universum, für den Kosmos. Wenn man das mal feststellt, könnte man auch einfach mal sagen, okay, wir als Welt sponsern jetzt mal den Andi und sagen, das ist deine Arbeit, wir erkennen das an als deine Arbeit und wir fördern dich. Und du bekommst von uns jeden Monat einen gewissen Betrag bezahlt, überwiesen, damit du dir nicht jeden Tag Sorgen machen musst, wovon du lebst. Und damit du freier denken kannst und sorgenfreier denken kannst. Und damit du dir auch vielleicht mal eine neue Hose kaufen kannst oder ein neues Hemd und nicht überlegen musst, kaufe ich ein Brot oder 2 Tage nichts oder 3, damit ich ein T-Shirt kaufen kann, wenn ich eins brauche. So etwas. Das wollte ich jetzt mal nebenbei bemerken. Das gehört dazu. Ich habe gelernt in diesem Leben, ich kann in dieser Gesellschaft nicht ohne Geld leben. Obwohl ich eigentlich ohne Geld leben kann, sehr gut, aber nicht in unserer Gesellschaft. Da geht man vor die Hunde, sozusagen, wenn man gar kein Geld hat. Ja. Das habe ich gelernt, ich muss mich damit beschäftigen, mit diesem Thema. Und am meisten beschäftige ich mich mit Denken. Das ist so. Das macht mich auch glücklich, wenn ich denke. Und wenn mir neue Ideen kommen, das macht mich glücklich. Und diese Einsicht zum Beispiel, dass ich ja Seele bin und Geist und gar nicht der Körper, das bedeutet ja, ich brauche keine Angst zu haben, wenn ich älter werde. Ich brauche auch keine Angst zu haben, wenn der Bart immer dünner wird, die Barthaare ausfallen und die Zähne auch ausfallen, wenn ich älter werde. Ich brauche keine Angst davor zu haben, wenn ich den Körper abgebe, weil dann gebe ich nur meinen Körper ab, aber ich gebe nicht meine Seele ab und nicht meinen Geist. Und das heißt, ich bin auch nicht wirklich tot, wenn ich meinen Körper abgebe, sondern ich gebe nur den Körper ab. Aber mein Geist lebt, meine Seele lebt und sie wird genauso glücklich und froh sein, wie sie jetzt ist. Sie wird sich nur woanders aufhalten und etwas anderes machen und darauf freue ich mich und darauf bin ich auch gespannt, wie das so sein wird. Ich lasse das auf mich zukommen und ich mache mir keinen Stress. Und ich sage euch und wünsche euch, macht euch keinen Stress mit dem Älterwerden und macht euch keinen Stress wegen dem, was man Tod nennt. Wir werden nicht sterben, sondern wir leben. Unser Geist lebt, unsere Seelen leben. So ist es. Lasst uns versuchen, die Welt schöner zu machen. Für unsere Kinder und Enkelkinder. Alles tun, um sich schöner zu machen. Sich nicht anstecken lassen von anderen, die alles schlecht machen wollen oder kaputt machen wollen und immer nur so nach unten denken und das Hässliche lieben. Das tue ich aber nicht und das tun auch meine Freunde nicht und nicht die, die mich lieben und nicht die, die ich liebe. Und es gibt jetzt für diese Zeit einen sehr, sehr schönen Spruch.
der immer noch Gültigkeit hat und der lautet: Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gotteskinder genannt werden. Das ist aus der Bergpredigt, ein Spruch von Jesus. Und dann hat man noch eine Orientierung. Wenn man zu diesem Club des Göttlichen gehören möchte, egal wo man sich da jetzt aufhält, ob man das jetzt hier macht auf der Erde oder ob man irgendwo im Himmel ist, das ist egal. Man kann zu diesem Club des Göttlichen gehören, aber man kann nur dazugehören, wenn man friedfertig ist. Wenn man ein Kriegstreiber ist, jemand, der den Krieg fördert oder entfacht, der kann nicht zu dem Club der Gotteskinder gehören. Der kann auch nicht selig werden. Er kann nicht selig sein, weil er nicht zu Gottes Crew gehören wird. So, das wollte ich jetzt mal sagen. Und jetzt mache ich hieraus ein Video und poste das. Okay, spontan Video. Also, auf in den Kampf, eine schöne Zeit wünsche ich allen. Okay, und ciao und Shalom.